Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück zur nächsten Folge Assassin's Creed Origins. So, wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Wir haben einen richtig witzigen Quest zu Ende gebracht. Kostbare Freundschaft. Dort ging es um einen Ring. Und in der heutigen Folge werden wir uns den Rest von Gizeh mal unter die Lupe nehmen und dann mit der Hauptquest weitermachen. Die Hyäne fangen. Bis gleich nach dem Intro. So, Leute, hier drin ist also noch ein Papyrus versteckt. Diese Papyrus-Teile sind irgendwie echt witzig. Da gibt es richtig krassen Loot auf jeden Fall. In Gizeh stehen drei... Moment, das möchte ich mir mal gerade angucken. Welche ist denn das? In Gizeh stehen drei große Pyramiden. Von der Spitze der kleinen kann man ziemlich viel sehen. Sogar zwei Pilzfelsen. Auf dem kleineren davon liege ich. Oh, krass, echt? Ja, wie eben schon gesagt, diese Papyrus-Teile beinhalten eigentlich mehr oder weniger recht krankhaften Loot. Und jetzt bin ich doch ehrlich gesagt mal ein bisschen gespannt, ob wir uns, dieses Rätsel der Papyrus-Rolle hier mal lösen können. Wow, ja richtig. So, Pilzfelsen soll man sehen können. Auf dem kleineren davon liegt er. Von oben kann ich hier nichts erkennen. Aber ich markiere mir das Ganze mal. Oh, 900 Meter, Alter. Und dann reisen wir da mal kurz hin. Ne? Wenn wir da oben drauf sind, können wir eventuell was erkennen. Und vielleicht finden wir auf dem Weg dorthin noch die ein oder andere Hyäne, sodass wir wieder ein bisschen Leder kriegen können. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Leder ich schon wieder gesammelt habe und ob ich schon ein bisschen was hochpushen könnte von meinen Ausrüstungsgegenständen. Aber da wollen wir gleich einfach mal nachgucken, nicht wahr? Ja, ja, ho. Oh. So, komm, du darfst ruhig ein bisschen schneller reiten. Eine neue Montur würde ich mir immer noch wünschen, genauso wie ein neues Schild. Aber was soll's. Man kann ja nicht alles haben. Ich bin auch noch nicht weiter an irgendeinem Schneider hier vorbeigekommen. Diese Seite der Pyramide sieht auch definitiv so aus, als ob man da ganz easy hochkommen könnte. Steinpilze sehe ich hier an der Seite jetzt noch nicht. Aber es hat ja auch geheißen, man kann sehr weit schauen. Deswegen wollen wir mal gucken, ne? So, das hat schon mal richtig gut geklappt. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir da hochkommen. So. Die letzte Pyramide war auf jeden Fall echt crazy. Da sind wir dann doch schon das ein oder andere Mal runtergerutscht. Witzig ist ja auch echt, dass die Pyramiden echt so hart mysteriös sind, dass niemand weiß, wie die Teile gebaut wurden. Auch nach 2000 Jahren nicht. Das finde ich dann doch schon eher weniger... Naja, finde ich dann doch schon eher mysteriös, so, ne? Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, was man alles so hört von unentdeckten Räumen. Jetzt sollen wieder Räume entdeckt worden sein. Habe ich ja schon mal von erzählt. Ich glaube, es war in der Folge, als ich die erste Pyramide hoch bin. Haben sie Räume entdeckt unter einer der großen Pyramiden, weil dort ein Infrarotscan gemacht wurde. Steinpilze. Pilzsteine da vorne? Das könnte sein, ne? Ansonsten sehe ich ja echt eher weniger irgendeine Struktur, die darauf hinweisen könnte. Das wird bestimmt das da vorne sein. Okay. Dann go. Go, 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 ho, ho. Wo ist denn mein Pferdchen? Keine Hyänen hier am Start, das heißt kein Leder für uns. Aber unser Pferd Sunny ist am Start, ein wahrer Freund. Das Pferd benannt nach meinem Katzentier. Dort liegt es. Grüß dich.
und guckt mich an mit seinen verschlafenen Äugleins. Was haben wir da vorne? Sind das Hyänen? Oh, ganz viele. Moin, Jungs! Gebt mir euer Leder. Links und rechts und Erfolg freigeschaltet. Schlechter. Das ist schön. Ja, komm, einmal noch. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dankeschön. So, und der rechte von diesen Dingern, da soll jetzt einer drauf liegen, oder was? Wie finde ich den Weg dorthin? Bestimmt muss ich dort hoch, muss auf den einen springen, auf den anderen springen. Und dann können wir gucken, was uns dort erwartet. Finde ich eigentlich recht cool. Ne? Kann man auf jeden Fall mal machen. Auch von da werde ich wohl noch nicht drauf kommen. Bin gespannt, ob ich von hier drauf komme. Ah, spring! Das war es nicht. Hä? Aha. Da kann man also... Aha, okay. Krass. Ja, gut. Da sind wir schon mal auf dem ersten, ne? Und jetzt auf zu Nummer 2. Oh, da vorne. Komm schon. Ach, verdammt nochmal. Mist. Ja, so. App. Plündern? Papyrusrätsel gelöst. Oh, Zeremonienstab. Legendäre Keule wieder am Stesel, oder was? Das ist krass. Kann man hier nicht runter? Au. Und. Ui. Wieder ein bisschen Leder am Start. Ich komme mal gerade hier hin, mein kleines Pferdchen. Die holen wir uns von hoch zu Ross. Da vorne ist. Oh, da sind noch Böcke oder sowas. Kann man auch immer gut abfarmen, die Teile. Jawohl. Weiches Leder. Sehr, sehr gut. Okay, er wird schon erledigt. Hier noch. Oh, hier. Alter. Hä? Komm mal her. So und so. Hier vorne noch einer. Sehr schön. Oh, alter Schwede. Ja, ja, Leute. Ist mir vollkommen Wurst. Ich will nur die Böcke haben hier. Ihr könnt mir mal gerade einen von der Palme wedeln hier. Zack. Ich will nur die Böcke haben. Wo sind sie? Da vorne. Oh, Junge. Will er mich echt bekämpfen? Fang, Alter. Und der nächste, oder was? Ja, komm, kleiner Rossfight hier. Zwei sind's noch, ja, egal. Wir wollen nur das Leder. Ja, zack. Und. Zack, zack. Und tschüss. Och, ein Löwe kommt auch noch dazwischen. Ne? Komm her. Zack. Kurz noch mal einen Pelz gekriegt. Sehr nice. Oh, hier ist noch einer. Okay. Zack. Und zack. Peng, Alter. So, schön. So läuft das hier. Heftig. Oh, schön. Guck mal, hier, wer hier noch steht. Kollege. Zack. Schön reingespleased. So, jetzt habe ich aber genug Leder, glaube ich. Da vorne steht noch ein Pferd. Und noch ein Böckchen läuft da vorne rum. Zack, Alter. Schön mit einem Schlag und zack. Niedergemetzelt. Zack. Nicht schlecht. Wo war der Bock hier? Zwei Stück sogar. Jawohl, der eine wird von Seno gekillt. Zack.
Der andere wird von mir gekillt. Zack. Ansonsten war es das jetzt endlich mal, oder? So, Ausrüstung. Jawohl. Boah, wie viel Leder habe ich? 67? Das ist krass. Stabilisierungshandschuh. Kann ich sogar nochmal machen. Nicht schlecht. So, hier brauche ich hartes Leder. Hier brauche ich auch hartes Leder. Der Köcher ist schon voll. Hier bräuchte ich wieder Bronze. Das heißt, ich könnte theoretisch noch Sachen zerlegen. Aber gut. Wir haben jetzt erstmal genug kaputt gemacht hier. Den Ort können wir mal gerade weghauen. Dann entdecken wir den. Dann gehen wir noch in die Pyramide rein. Und dann holen wir uns die Hyäne. Je nachdem, wie lange wir hierfür brauchen. Ich glaube, wenn ich jetzt in dieser Folge schon anfange, werde ich die Folge wieder aufteilen auf 2 oder auf 3 Parts, weil die Hauptmissionen ja immer ein bisschen länger dauern. So, das hier ist anscheinend wieder sowas wie eine Hyänenbau. Tier töten. Okay. Dann lass mich mal gerade auf diesen Baum hier. Kann ich hier eventuell drauf gehen auf den Baum? Oder auf diesen Baum? Geh da hoch. Nicht unterher, geh da hoch. So. Ah! So wollte ich das tun. Schwing, 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 schwing. Hyänenbau ist natürlich auch geil, weil Leder. Oh, hier haben wir noch ein Schätzchen. Oh, da ist noch ein Hauptmann. Okay. Oder? Ein Hauptmann. Nee, es ist tatsächlich das Tier. Aber krank. Hier können wir wieder übelsten Leder farmen, Mann. Es geht. Gucken, ob ich das fertig kriege von hier. Mit den ganzen Hyänen fertig zu werden. Vielleicht gehe ich einfach wieder auf mein Pferd. Ne? Es sollte ja definitiv möglich sein, hier mit dem Pferd durchzureiten und einfach mal komplett zu rasieren, Alter. Zack. Zack. Ne? Zack. Ne, links und zack, rechts. Zack. Nicht einmal getroffen worden. Zack. Zack. Wieder noch ein. Und tschüss, Alter. Pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was soll ich sagen? What more should I say? So, dann reiten wir mal hier oben lang. Gucken wir mal. Ne, moin Leute. Zack. Pam, Alter. Richtig. Zack. Fritten in die Messe, ey. Und flatsch. Flatsch. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu burnen hier. Mein Pferd burnt auch. Nicht schlecht. Nicht sterben, ich bin gestorben. Woran hat das denn jetzt gelegen? Bin ich eventuell auf Öl gestoßen, dass das Öl dort umgespleased wurde? Wo bin ich denn jetzt? Weltkarte nicht verfügbar. Ich bin immer noch am Hyänenbau. Den Ort habe ich anscheinend beendet. Komm mal gerade her. Flupp. Den Ort habe ich anscheinend beendet, aber... Ja, hier liegen wieder neue Hyänen. Nicht so viele wie letztes Mal. Aber... Oh, es sind doch genauso viele wie letztes Mal. Das heißt, ich kriege wieder 7 Leder, oder was? Okay. Oh, eine haben wir noch. Ja, krass. Also, das ist auch eine Art, um Leder zu farmen hier, ne? Ein krankhafter Hinweis. So, dann wollen wir diesmal ein bisschen... Ich brenne schon wieder. Komm schon, kannst du nicht irgendwie absteigen? Interagieren? Ein verstecktes Bett, gut geschützt vor den Sandstürmen. Lol. Oh, mein Pferd sieht ziemlich knusprig aus. Ich gehe mal raus. Gucken wir mal, was hier so abgeht jetzt noch.
Sind natürlich alle gestorben. Hier vorne brennt's noch. Die Käfige sind groß genug für einen Menschen. Was passiert denn hier? Hä? Wohnt hier tatsächlich jemand? Tür aufschließen. Liegt da was drin? Hier liegt nichts drin. Wollen wir mal weiter hochgehen? Okay, hier geht's runter. Hm. Ansonsten, möchte ich mal behaupten, dass es hier nichts zu sehen gibt, oder? Das hier ist einfach nur normales Bergland. Nichts weiter von heftiger Bedeutung oder so, oder? Also jetzt mal wirklich. Hyänenbau. Hier wird doch wohl nicht einer mit den Hyänen zusammenleben. Ich gucke mal gerade mit Zenu. Das hätte ich eventuell schon von Anfang an machen können. Ah, da ist noch ein Schatz, oder was? Okay. Aber ansonsten läuft hier nichts weiter, ne? Okay, dann markiere ich mir mal die zweite Pyramide. Holen wir den Schatz hier vorne und dann gehen wir mal dorthin. Und werden gucken, was es da noch so zu holen gibt. Geh da mal hoch. Genau. Darfst du ruhig plündern. Noch ein Bogen. Oh, da gibt es noch mehr zu plündern. Ja. Okay, hier gibt es aber auch nichts weiter, oder? Das sieht mir nicht danach aus. Obwohl hier überall Fackeln stehen. Egal, dann hole ich mal mein Horse. Horse. Was geht? Ist mein Horse nicht am Start? Warum ist mein Horse nicht am Start? So, da kommt's. War kurz duschen, hat sich wieder aufgepäppelt, ey. Na gut. So, da vorne sind wieder Hyänen. Aber ich glaube, ich bin hyänentechnisch erstmal genug am Start hier. Genug geschlechtert fürs Erste. Obwohl, ich komme ja hier eigentlich noch vorbei, ne? Dann, ja. Was soll ich sagen? Oh nein, wie süß, sie trinken. Oh, hier gibt es noch so viel. Alter! Aber warum? Wofür brauchte ich denn jetzt nochmal wieder Leder? Ich glaube, für die letzte Stufe des Stabilisierungshandschuhs, oder? Wollen wir mal gucken. Da vorne läuft noch einer. Zwei. Okay, habe ich schon. Dem geben wir noch einen mit. Und dann war hier noch einer, glaube ich. Ist der gerade weggerannt? Ist gut möglich. Kamele. Aha, okay. Hier sind noch ein paar Hyänen. Gucken alle schön in die gleiche Richtung. Moin, Freunde. Ich habe gehört, ihr habt ein bisschen Leder für mich. Hä? Mach mal hier keinen auf Haribo, Alter, sondern gib her den Scheiß. Komm. Einmal noch. Komm, zack. Krankhaft. So. Dann wollen wir mal drauf zureiten. Wo kommen wir denn hier mal rein? Wo kommen wir denn hier mal rein? Da vorne sieht es nicht danach aus. Hier eventuell. Ja, sieht schon besser aus, ne? Vielleicht da oben so? Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Ja, alles klar. Oh.
So. El Pyramidos. Finde die antike Tafel. Die letzte nämlich. Okay, okay, okay. Hier geht's wieder runter, aber ich gehe mal gerade noch geradeaus weiter. Nur mal kurz. Was ist das? Ah, korrekt. So ein Kristall. Oh. Oh, gütiger und glorreicher Ptah. Okay, hier liegen irgendwie Knochen rum. Nicht sehr erfreulich. Aber das heißt, wir können jetzt hier weitergehen. Hätten wir also geklärt. Hier. Oh. Noch einer von diesen Kristallen. Und was ist das? Zünelicht. Wir werden sie finden und bestrafen. Bla bla bla. Missionsziele vor Ort. Gerade mal abchecken. Einfach nur die antike Tafel finden. Hier kann man durch. Okay. Ist jetzt schon ziemlich am Anfang, dass man hier durch so einen Riss durch kann. Was haben wir denn hier? Phalanx. Apparillos. Speere und Schilder. Eine Phalanx ist übrigens nichts anderes als ein langer Speer. Erinnerung, Hebel werden durch das Gewicht der Objekte beeinflusst. Der See aus Feuer wird unsere Feinde verschlingen. Ja, sehr gut. Das hier ist also sowas wie ein Hebel. Okay. Das hier sind kleine Statuen. Ob ich die wohl nehmen kann und bewegen kann? Ich kann sie umrennen. Okay. Ist das hier sowas wie ein Schalter? Darf hier nichts drauf liegen oder so? So ein Gewichtsschalter. Kennt ihr ja, ne? Habt ihr Dings gesehen hier? Indiana Jones, dann wisst ihr, was ich meine. So. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass das sowas ist, aber wir können ja mal gerade dieses komplette Ding von den Statuen hier befreien. Okay, ist es nicht. Oh, was war das? Bewegen. Bis wohin kann ich es schieben? Bis hier. Aha. So, wenn ich jetzt hier... Lol. Hier ist noch mehr von dem Zeug. Ja, das kann es ja wohl nicht sein. Hä? Das wird doch wohl nicht sowas sein. Okay, ich gehe nochmal hier drauf. Ach so, jetzt kann ich hier einfach hoch. Wow. Und ich male mir wieder hier das Wildeste aus, was das bedeuten kann. Und da ist auch schon die antike Tafel? Okay, das ging schnell. Da hätten wir die letzte Pyramide geklärt. Nice. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Huh. Jut. Ort beendet. Grabmal von Sephrem. Und wieder ein Fähigkeitspunkt. Was wiederum bedeutet... Ich könnte wieder was freischalten. Raubtierbogen. Kann man hier noch weiter plündern? Oh, hier ist noch ein Schatz. Und hier liegt sogar noch was. Und hier liegt sogar noch was. Krass, wofür diese Kristalle wohl gut sind, Mann. Auf jeden Fall eins von diesen ganz heftigen Grabmälern hier. Oha. Drachmen. Nochmal Drachmen in einem Beutel. Wer legt diese Dinger da eigentlich hin? Wow. Okay. Eieiei. Ziemlich staubig hier. Moment. Bisschen was am Plündern hier. Und hier geht's wieder raus. Lol. Ehrlich jetzt? Das habe ich mir ehrlich gesagt schwerer vorgestellt. Wo kommen wir denn jetzt hier raus?
Einfach so? Also hätten wir auch hier reingehen können. Toll. Ja, krass. Okay. Dann gucken wir mal. Hier haben wir noch einen kleinen. Fragezeichen. 300 Meter Entfernung. Den nehmen wir noch gerade mit, ne? Und ich glaube, ich werde die Hauptmission mit der Hyäne nicht mehr in dieser Folge anfangen. Warum hat er die Fackel noch in der Hand? Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Das fordert halt einfach mal eine kleine Sammelfolge. Ich könnte noch mal gucken, ob ich aufsteigen kann in meine Ausrüstung. Da vorne sind wieder Hyänen. Brauche ich nicht überhaupt Leder noch? Ja, ne? So. Oh, hier sind echt noch ein paar mehr Hyänen. So, sonst noch welche? Nee, ne? Nee. Okay. Moment mal gerade. Muss ich hier irgendwie unterhalb? Ich hol mal gerade Senu. Ja, anscheinend muss ich hier hin. Aber wie komme ich denn da hin? War hier nicht die Sphinx in der Nähe? Hä? Da ist doch die Sphinx. Okay, dann müssen wir wohl nochmal in die Sphinx rein. Irgendwie falsch abbiegen oder so. Oder beziehungsweise einmal richtig. Hier war ja der Eingang. Ein verborgener Eingang. Ja, ja. Konnte ich den übersehen? Ja, ja. So, mysteriöserweise erstmal die Fackel aus dem Nichts entsprungen. Ich gehe gerade in die falsche Richtung. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Hier geht's leider nicht lang. Vielleicht komme ich gleich nochmal an eine Abzweigung. So nämlich. Aha, jawohl. Bei Amun. Was ist das? Oder war ich hier? Nee, das ist ja schon noch das. Wo ich eben auch war, oder? Ja, hier war ich eben schon. Lol, aber wie komme ich denn jetzt? Es sind nur noch 50 Meter bis dahin. Gibt es hier irgendwo noch einen anderen Weg? Hier gibt es auch keinen Weg, der in diesen Stein hineinführt. Also es scheint direkt unter mir zu sein. Sieht natürlich echt krass aus, ne? Naja. Was wohl dieses blaue Licht dort zu bedeuten hat, also von wo das wohl herkommt. So, da ist die Tür, wo ich durch bin. Dann gehen wir da mal wieder rein. Mal gucken, ob es hier noch irgendwie ein Loch im Boden gibt oder so. Sieht allerdings mal so gar nicht danach aus. Ne? 130 Meter. Wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich hergekommen, oder? Ja, ja.
Tja, Freunde. Was es hiermit wohl auf sich hat. Oh, krass. Okay, ich komme definitiv nicht weiter. Ist hier irgendwo noch was? Nee. Hier ist einfach nur so ein Vorraum. Tja, schade, schade, Marmelade. Krass wäre natürlich auch, wenn man dieses Ding hier irgendwie ablassen könnte. Das sieht ja nun echt aus wie eine Karte. Ganz schön weit geworfen, Alter. Ganz schön weit geworfen. Tja, Freunde. Tja, tja, tja. What should I say? Hier irgendwas anmachen kann man natürlich auch nicht. Schade. Und Türen gibt es hier leider auch nicht. Und weil wir ja hier schon einmal drin waren, wissen wir, dass wir dort oben nicht mehr sonderlich weiterkommen. Hier gibt es auch keinen Eingang. Hier hoch kann man sich auch sparen. Oh, vielleicht auch nicht. Ich habe mich eben ja eigentlich hier schnell reisen lassen. War ich hier jetzt schon? Da geht es nochmal hoch. Okay, vielleicht habe ich doch gerade noch was entdeckt. Da oben. Ich höre ein Pferd. Eventuell mein Pferd. Aber wir entfernen uns trotzdem immer weiter von Plündern. Da oben geht's hoch. Wenn ich jetzt hier wieder runtergehe, bin ich in dieser Kammer. Okay, also war das einfach nur ein anderer Ausweg. Okay, dann lass uns mal hier hoch. Hierdurch sind wir auch reingekommen. Na gut, was soll ich dazu sagen? Das war wohl nix. Aber egal. So, lass mal fallen, Bruder, hier. Lass mal hier nehmen. Und dann würde ich sagen, was ist erstmal hier von dieser Folge? Was es hiermit auf sich hat, puh, eventuell werden wir das noch zu einem späteren Zeitpunkt herausfinden. Jetzt habe ich aber erstmal die Schnauze dicke hier. Wir haben eventuell alles gecleared in diesem Bereich. Außer halt hier. Und da klingelt gerade mal mein Handy. Entschuldigung und tschüss. So. Ja. Ich gucke mir mal gerade kurz die Quests an. Also, die alte Bibliothek, Nebenquest. Bayek sucht am Fluss aber gegenüber von der Tupolis nach einem Haus der Selkett und einem verlorenen Schwert. Erkunde das Ostufer des Nils. Ach so, das war ja das Ostufer des Nils. Das heißt, da müsste ich noch rüber auf das andere Gebiet. Bayek reist nach Gizeh, um den Informanten Meredith zu treffen und mehr über eines seiner Ziele zu erfahren, die Hyäne. Jawohl, das werden wir nun in der nächsten Folge machen. Dort werden wir uns einfach mal mit der Hyäne beschäftigen und mit der Hauptquest weitermachen, so wie ich es eigentlich schon in dieser Folge vorhatte. Aber gut, was soll's, man kann ja alles haben, ne? Schaltet ein, morgen geht's genau hier weiter. Bis denne, Schissikowski.